Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Two Point Hospital. Ja, was soll ich sagen? Wir sind immer noch bei Welle 15 und die hat es leider in sich. Ich werde auch ganz deprimiert. Wir haben 15 Patienten und wir sollen 3 Ärzte ausbilden, was jetzt noch nicht mal das Schlimmste ist. 3 Ärzte auszubilden, aber das dauert halt alles immer so seine Zeit. Die jährliche Prüfung steht bevor. Wie sieht's denn aus? Wir waren auch schon mal besser. 2, 3, 1, okay. Ein Arzt in die Chirurgie, bitte. Wir suchen jetzt etwas, wo wir 3 Ärzte ausbilden können. Teilnehmer, hier. Ich nehme mal dich. Oh nein, da ist ja ein Chirurg bei. Okay, den doch nicht. Diagnostik. Noch was werden. Hier nehme ich dich. Krankenpfleger. Ach, das sind alles Pfleger. Verdammt! Ich muss etwas machen, was nur Ärzte können. Allgemeinmedizin. Na gut. Weiß ich mal den sauren Apfel. Du nicht. Hoffentlich schaffen wir das. Verdiene Zeitbegrenzung. Ach, den Wunsch haben wir erfüllt. Okay. Gehen die da jetzt auch hin? Sind die 15 Patienten überhaupt schon drin? Ja, anscheinend schon. Ich meine, je länger die hier drinnen sind, desto besser ist es ja, ne? Ich will jetzt auch nicht, dass sie während der ganzen Zeit hier warten. 6 Patienten. Kann ich die aufnehmen? Ja, komm, dann machen wir das. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Ja, wir brauchen das Geld. Waren hier nicht mal 2 drinne? Zimmer. Personal. Die sehen noch sehr gut aus. Krankenpflege. Okay. Kann ich das schaffen? 29 Tage. Dann bin ich ja mal gespannt. Lesen Sie Charlatan Fishrapper Stories im Two Point Squabbler. Okay, es sind 2 Leute drin. Squabbler Online und erleben Sie die Welt aus der Perspektive von menschlichen Wesen wie Ihnen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ich muss 12 Leute. Wie kannst du geheilt sein, wenn du alles noch da hast? Ich weiß nicht. So, 2 Ärzte ist nur noch einer. Dann haben wir's. Wir gehen bald die Ärzte aus. Ich will ja nichts sagen, aber mir gehen bald die Ärzte aus. Patient ist aufgelevelt. Ja, der auch. 6 von 6 Patienten geheilt. Yes! Okay, der ist aber jetzt echt am Futtern. Och, Alter. Was ist denn los mit euch?
Wir müssen 12. Achtung, seismische Aktivität gemessen. Noch 3 Patienten. Wo sind die? Erhöhe die Heilungsrate, indem du bessere Mitarbeiter zur Behandlung einsetzt, wenn möglich die Geräte verbesserst. Achte darauf, dass Patienten nicht sterben oder abhauen, bevor sie behandelt werden. Im Marketing wird ein Assistent benötigt. Es sind noch 2, ne? Beide müssten geheilt werden, aber denn selbst dann reicht es wahrscheinlich nicht. Komm, als ob. Na gut, dann machen wir als nächstes die Radiologie. Ich nehme mal das hier. Kredite habe ich ja nicht. Verdeckte Journalistin nähert sich dem Krankenhaus. Ja, ich habe einen, der schafft das doch jetzt nicht, die 10% zu sein. Was ist das? Und du wirst abgegradet. Nope, habe ich nicht geschafft. Das ist so ärgerlich, Alter. Das ist so verdammt ärgerlich. Jetzt können wir anfangen. Diagnostik. Nur die beiden. Jetzt Fachärztin. Sehr schön. Macht's auch nicht besser. Easy Scan. Dings. Ich kann aber auch nicht alle verbessern. Nicht, weil mir das Geld fehlt, sondern eher, weil ich denke so, Es wird Zeit, in Panik auszubrechen, Leute. Ein unbekanntes Objekt wurde im Himmel über Duckworth-Appen-Bilge gesichtet. UFO-Fans versammeln sich vor Ort. Allerdings ist es gut möglich, dass es sich lediglich um eine von den örtlichen Fabriken verursachte giftige Gaswolke handelt. So oder so ist Panik angesagt. Wir können den Roboter, sehe ich gerade. Oder die Lux steht nur verringert Langeweile und... Nee, ich will den Roboter. Bietet Unterhaltung ein Diagnosevermögen? So, Diagnose. Wo werden Diagnosen gestellt? Hier schon mal nicht. Ja, auch nicht. Ist leider ein bisschen zu groß. Hier. Ich sehe schon, das war sehr großzügig auf jeden Fall eingerichtet.
du irgendwo vergessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe jetzt einfach nicht. Hello. Oh, da steht auch sogar noch Hello drauf. Macht der irgendwas? So, der erste ist schon mal tot, das ist sehr gut. Ach, wie niedlich. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Echt? Beide? Nee, nur einer. Gott, die Fischwepper macht mich ja wahnsinnig. Die ist aber auch ein bisschen pingelig, ne? So, wie kannst du jetzt? Aufheben, Projekt auf Eis legen. Mach da hier mal weiter. Gott, seid ihr immer noch nicht fertig. Wer ist hier? Hier wartet nur einer. Aber der ist jetzt fertig, okay. Sechs, okay. Was läuft doch? Ach, den einen habe ich jetzt hier voll vergessen hier mit dem. Sieben, fünf habe ich noch. Komm schon, du bist doch bestimmt geheilt. Jedes Mal, wenn ich denke, es könnte gut werden. Noch ein Patient. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Anscheinend nicht geschafft. Bäh, dann halt nicht. Könnte der mal einen fixen? Hier muss mal repariert werden. Ja, ich bitte drum. Wie viele denn noch? Zwei. Und der hier. Vielleicht habe ich keine Ärzte mehr, die ich ausbilden kann. Das bringt doch hier nichts. Das schaffe ich doch nie mehr. Wo ist denn überhaupt der eine Patient? Ach, da ist der eine Patient. Ja, das bringt aber mir auch nichts. Der macht jetzt nicht diese 9% aus. Wusstest du. Es ist so schwierig. Wir machen zwar in Genetik auf jeden Fall. Und dann den einen Chirurgen. Das müsste gehen. Heile 20%. Ich kriege keine 20 Patienten in mein Dings hier überhaupt rein. Genetik. Oh nein.
Wir versuchen es einfach. Wenn es jetzt in diesem Part nicht klappt, werde ich auf Screen so lange spielen, bis wir die 15 haben. Vielleicht haben wir ja jetzt mehr Glück. Bibliothekarin der Kreisbibliothek von Lower Bullocks hat für Aufsehen gesorgt, als sie verkündete, in dem Gebäude würde es spuken. Miss Muffinger zufolge kehrt jede Nacht der Geist ihres Vorgängers ein, um Bücher nach einem veralteten System umzusortieren. Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Hier könnte noch einer hin. Das hier ist gar nicht verbessert worden, sehe ich gerade. Drei von drei bis jetzt, ja super. Bringt mir ja herzlich viel. Also wir müssen 12. Mindestens 12. Boah, ich schwör's euch, ne? Wenn wir dann die 80% kriegen, dann kriegen wir wahrscheinlich den Rest nicht, ne? Ich müsste auch mal meine Krankenschwestern einfach verbessern. Aber das geht nicht. Oh, der braucht 45 Tage. Bis dahin sind die doch alle draußen. Was hat die denn für ein Lerntempo? Sieht man nicht. Die ist aber schon bei 21%, okay. Boah, das wird hart. Wie viele Dings habe ich denn? Ich habe 6 Assistenten. Ich brauche so gesehen 1, 2, 3, 4, 5. Wieso habe ich 6? 1, 2, 3, 4, 5. 6, Tatsache. Personal. Du wolltest eine Weiterbildung. Ja, Christian, Kundenbetreuung. Viel Spaß. Ach hier, euch muss ich ja auch noch. Ja, da ist der erste schon. Wir sind jetzt bei 100. Jetzt, ich schwör's euch, jetzt wird's garantiert eher an den Ärzten mangeln. Dass ich keinen Arzt hinkriege, keinen Arzt zusammenkriege, gehe ich jede Wette ein.
Das Gute ist, wenn ich ja jetzt hier noch einen zweiten habe, dann geht das vielleicht. Boah, ich könnte heulen. Wir haben noch zwei Patienten. Wir hätten... Oh, nein. Wir hätten es geschafft, ohne Scheiß. Wir hätten es geschafft. Wir hätten es gepackt. Und dann habe ich keine Ärzte. Wer ist in Behandlung? Flieger, Flieger. Was ist hier? Das sind auch wieder Flieger. Und hier? Ich habe bald nichts mehr, in was ich die Ärzte ausbilden kann. Das ist sehr krass. Diagnostik könnte ich noch. Oder? Es sind nur Flieger. Ich kann keine Ärzte mehr ausbilden. Ah, das ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Ich kann keine Ärzte mehr ausbilden. Ich muss jetzt echt warten, bis die Ärzte soweit sind. Oh, verdammt, Alter. Ja, ich muss jetzt warten, bis die Ärzte soweit sind. Das ist so. Ich kann schlecht drei Ärzte einstellen. Die irgendwas brauchen. Geht doch, ne? Dem fehlt noch die Erfahrung. Nigel Bickleworth. Auf Radio Two Point. Vergessen Sie den ganzen Unfug, den Sie bis jetzt gehört haben. Ich bin Sir Nigel Bickleworth und ich bin hier, um wieder Moral und Anstand über Radio Two Point zu verbreiten. Okay, ich würde mal sagen, ich melde mich auf jeden Fall wieder, sobald wir die 15. Welle hinter uns gebracht haben. Weil es bringt halt... Ich habe keine Ärzte. Ich habe verdammt keine Ärzte. Das kann doch nicht wahr sein. So. Falscher. Okay, der Depp. Der kann auf jeden Fall. Du bleibst jetzt erstmal hier. Kann ich dafür sorgen, dass du nirgendwo arbeitest? Ja, ich weiß. Dings. Ich brauche aber noch wenigstens zwei Ärzte. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Du darfst auch nirgendwo arbeiten. Dann habe ich jetzt eingestellt, die hier. Dann könnt ihr da weitermachen. Riecht das vielleicht hin, alle drei Ärzte in Chirurgie? In der eine ist Chirurgie 2. Also die könnten alle drei Genetik machen. Du nicht. Du bist schneller fertig, aber bitte lass es ein Arzt sein, der Dings braucht.
der Dings hat. Verdammt. Noch 10 Patienten. Nee, komm, dann lassen wir das jetzt so verstreichen, dann ist es mir egal. Wird das jetzt, geht das jetzt so weg? Bei den 5 kriege ich das eh nicht hin. Profit von 134, krass. So, ihr forscht hier mal brav weiter. Du machst jetzt das hier. Wir lassen die 3 jetzt verstreichen und in der Hoffnung, dass hier jetzt noch einer kommt. Ja, okay. Stopp. Du das auch nirgendwo. Wenn wir die weiterbilden, weil jetzt läuft es ja anscheinend doch relativ gut. Jetzt kriegen wir das ja langsam hin mit den Dingern. Mit den Verbesserungen. Es ist halt nur noch ein Patient, dann bringt mir das halt nicht viel. Ja, gut, einer ist gestorben. Ja, okay. Ist geschenkt. Wer Müll herumliegen lässt, wird zusammen mit dem Müll in den Abfalleimer befördert. Ich frage mich, mit welchem Irrsinn BungleTech als nächstes um die Ecke kommen wird. Ich habe im Two Points Squabbler gelesen, dass es ihnen gelungen ist, ein menschliches Ohr auf eine Kaffeemaschine zu transplantieren. Ein weiterer Glanzpunkt der Moderne. Ganz sicher. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Vielleicht auch die, Hast du nichts zu tun? Alter. Wie viel sind hier drin? Hier sind 2 drin. Ja, dann kommst du hier rein. So, ihr seid bald soweit. Hier fehlt einer. Das sind nicht bloß ihre Medikamente. Ach, die haben ja hier gar keine Toilette, ne? Patienten werden gebeten, ist halt so. Während des Besuchs des Gesundheitsinspektors weniger krank und mehr geheilt auszusehen. So, dann machen wir jetzt endlich mal Station 4 hier. Die haben ja das Geld. Können wir noch ein bisschen die Hausmeister auch. Du bist auch auf jeden Fall gut. Ah, das nehme ich doch. Ach, das hat er jetzt nicht gezählt. Aber ist egal. Ich habe ja die Krankenschwester da noch drin. Aber 25 Tage kriegen wir aber hin. Dass du der unnütz ist. Okay. Dann kann ich dich feuern. Was bist du für einer? Dich kann ich auch feuern. Und du wirst gefeuert. Ich habe, glaube ich, den falschen reingenommen, ne? Instandhaltung
habe den Falschen gefeuert. Naja, ist egal. Ich denke mal, wir haben noch genug. Hoffe ich zumindest. Geisterjäger finde ich mal sehr wichtig. Vertrauen Sie Ihre Gesundheit nicht irgendwelchen Stümpern an, sondern kommen Sie zur Bangle Meditech, wo... Was? Habe ich nicht geschafft? ...und experimentelle Behandlungen Ihnen das ewige Leben schenken können. Bangle Meditech. Nee, doch, habe ich noch. Andere Krankenhäuser empfehlen Adalas. Wir hinterlassen Sie atemlos. Atemlos. Das ist Radio 2Point. Marketing. Du kannst noch. Ich habe ja hier mein Dings. Es sind noch 10 Patienten. Das finde ich halt ein bisschen komisch, dass mir das nicht mehr angezeigt wird. Ja, bei wie viel Prozent wir denn jetzt liegen. Im Marketing wird ein Assistent benötigt. Das würde ich halt ganz gern wissen. Ich habe jetzt noch 8. Oh Gott, ey, die Alte geht mir auf den Sack. Die will mal in meinem Krankenhaus kommen, tut aber nichts. Ich merke schon. Ach, hier könnte noch ein Dings rein. Hier werden ja auch Diagnosen gemacht. So ein kleiner Roboter. Wenn ich den finde. Wo ist der Roboter hin? Laterne. Der Roboter ist weg. Ach nee, das muss wahrscheinlich so ein Ding sein, was ich denn hier kaufen kann, ne? Vielleicht gibt's den hier auch gar nicht im auf der Station. Doch, da ist er. Wisst ihr was? Ich mach den einfach hier so hin. Ist halt mitten im Dings, ist mir jetzt auch glatte. Noch 2 Patienten, aber haben wir es denn jetzt geschafft? Ich habe es eigentlich die ganze Zeit immer nur kling, 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 dass man es geschafft hat eigentlich gehört. Und nicht anders. Möchte denn irgendwer so? Die 2 kriegen noch Mechanik. Haben wir es denn? Geschafft? Komm schon. Wo ist denn der eine Patient? Ich weiß nie, wo der hin ist. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation ein. Wo ist denn der eine? Hier. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie ich und du oder du und ich sagen sollen? Herzlichen Glückwunsch! Aber wir haben es geschafft! Sie sind eine dieser ungebildeten Zeitgenossen, die das Leben unerträglich machen. Es gibt eine sehr einfache Regel dazu, die von einem Esel handelt. Aber ich fürchte, dass Sie sie nicht verstehen würden. Okay, gut zu wissen. Wir haben es geschafft! Welle 16, oh mein Gott! Okay, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin gespannt, was auch mit Welle 16 kommt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.